Daily. Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, bei uns zu Gast ist Vinzenz Klemm. Er ist der CEO und Co-Founder von Baobab und wir sprechen über ein Insurtech-Unternehmen, das Mittelständler vor Cyberangriffen schützen möchte, dafür gerade 3,5 Millionen Euro Startkapital bekommen hat, unter anderem von Project A Ventures, von La Familia und von Discovery Ventures und auch noch von weiteren namhaften Angels. Also ein tolles Unternehmen, geht auch sofort los. Kurz noch der Hinweis auf nachher, um 16 Uhr kommt Anja Rath, sie ist Managing und Founding Partner von PropTech One Ventures. Und da sprechen wir vor dem Hintergrund unserer neuen Reihe VC Talk. Ihr wisst ja vielleicht, wir haben seit letzter Woche damit begonnen, die wichtigsten VCs in Deutschland vorzustellen. Und diese Woche ist eben PropTech One dran. Letzte Woche hatten wir Paul Morgenthaler von Commerz Ventures zu Gast. Und die Absicht dabei ist, dass ihr ziemlich gute Eindrücke bekommt, welche Investoren zu euch passen könnten, mit welchen ihr euch vielleicht mal auseinandersetzen solltet, welche ihr vielleicht mal kontaktieren solltet. Ja, das also der Ansatz der Reihe. Und nachher, wie gesagt, Anja Rath von PropTech One Ventures. Damit genug der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Vinzenz Klemm, der CEO und Co-Founder von Baobab. Werbung. Hast du gerade eine Finanzierungsrunde geraced und musst schnell global wachsen, die richtigen Mitarbeiter finden, ohne Kompromisse im Sales und Customer Service einzugehen? Dann ist The Nest by Webhelp genau der richtige Partner für dich. Als führender Outsourcing-Provider für Startups und Scale-Ups arbeitet The Nest mit einer Vielzahl an Fintech sowie bekannten Quick- und E-Commerce-Größen zusammen. The Nest baut dein maßgeschneidertes Team in Rekordzeit. Interesse geweckt? Dann buche jetzt deinen Intro-Call auf The Nest. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Jetzt zu Gast Vinzenz Klemm, CEO und Co-Founder von Baobab. Also ich freue mich sehr, Vinzenz Klemm ist hier, CEO und Co-Founder von Baobab. Hallo Vinzenz. Hallo Jan Thomas. Ja, freue mich sehr, dass du da bist und ja, ist sehr spannend, was bei euch passiert, muss ich sagen. Ihr seid ja in einem interessanten Markt unterwegs, aber zeitgleich seid ihr in Insurtech. Also wir reden über Cyberangriffe und Insurtech. Wie passt denn das zusammen? Ja, das passt ganz gut zusammen, weil das ein Risiko ist und Risiken allgemein natürlich sich angesehen werden, um zu verstehen, ob sie vielleicht versicherbar sind. Mhm. Und Cyberangriffe sind dort eine Kategorie, die in den letzten 10 Jahren sehr viel stärker ins Rampenlicht gerückt sind. Ja, ich habe den Begriff bei euch zum ersten Mal in der Pressemeldung gelesen, Cyberversicherung, das kannte ich gar nicht. Vielleicht kannst du uns mal in diese, ich weiß nicht, Versicherungsklasse mal einführen. Genau, das ist eine Versicherungsklasse, die in den Urformen vielleicht schon knapp 20 Jahre besteht. Ach, und ja. In Deutschland und auch in für kleinere Unternehmen ungefähr vor 10 bis 7 Jahren die vollständige Marktreife bekommen hat. Zuvor ist das eher sozusagen so ein Tailor-Made-Produkt gewesen, das man bei verschiedenen Spezialversicherern anfragen konnte. Und irgendwann ist es dann sozusagen in den fast schon in den Massenvertrieb aufgenommen worden. Und dafür gibt es in Deutschland auch relativ viele Anbieter. Wir sind bei weitem nicht der Erste, der das macht. Es gibt ungefähr 35 Cyber-Anbieter in Deutschland. Was dabei für solche Versicherungen? Genau, ja. Ach ja, guck mal. Und das sind generell Versicherungen für Firmen, beziehungsweise auch die Versicherungen, B2B-Versicherungen, die uns dort besonders interessieren. Es gibt hier und da mal so ein Consumer-Produkt, wo Leute sich selbst gegen Hacking versichern können. Das ist noch ein bisschen weiter weg in der Adoption. Allerdings ist das im gewerblichen Bereich schon relativ ausgeprägt und da gibt es einfach auch große Versicherer, die das anbieten. Allianz und so weiter bieten auch Cyberversicherungen an. Also es liegt eher an mir, dass ich diesen Begriff nicht kannte. Also der Markt kennt das schon länger. Zeitgleich, ihr analysiert ja quasi dieses Risiko, was daraus entsteht, ne? Also aus Cyberangriffen und versucht das in irgendeiner Form zu bewerten. Wie geht man da vor? Genau, das ist ein Ansatz, der noch relativ in den Kinderschuhen ist. Man muss sich das so vorstellen, die Versicherer haben das vor ungefähr 7 Jahren alle mal so ins Programm genommen und dann einfach die Preise sich mehr oder weniger überlegt und sozusagen relativ einfaches Pricing gemacht und gesagt, okay, was kosten so unsere anderen Versicherungsprodukte, wie viel ist wirklich gedeckt und wie groß sind die Unternehmen und dann so eine Art Preistabelle einfach mal versucht und gesehen, ob sie damit irgendwie hinkommen. Und das war jahrelang für die Versicherer ziemlich profitables Geschäft bis vor wenigen Jahren.
Als dann die Cyber-Attacken sehr stark angestiegen sind und auch die Schäden durch die Decke gingen, mehr oder weniger. Und dann haben die Versicherer angefangen, sich mit dem Risiko selbst wirklich mal quantitativer zu befassen und zu versuchen jetzt immer noch eigentlich dieses Risiko besser zu verstehen und besser zu bepreisen. Und das tun wir auch. Und deswegen gibt es diese Art der Versicherung schon relativ lange. Mhm. Steckt aber in der Entwicklung und in der Komplexität des Produkts eigentlich noch in den Kinderschuhen. Mhm. Und diesen Markt, den ihr adressiert, vielleicht kannst du den mal ein bisschen beschreiben, weil also wir reden ja jetzt gleich über eure Finanzierungsrunde, aber das heißt, die Investoren, die da reingegangen sind, sind ja alles erfahrene Investoren, die sehen wahrscheinlich einen riesengroßen Markt, oder? Ja, der Markt wächst sehr stark und hat viel Potenzial. Ist in Deutschland allerdings nur sozusagen mehrere hundert Millionen groß. Wächst aber mit 30-35%. In den USA ist er schon sehr viel größer, auch wenn man normalisiert für die Größe der Wirtschaft. In Deutschland ist dort ein bisschen ein Nachzügler. Auch UK und zum Beispiel die skandinavischen Länder sind da schon durchaus weiter. Das erstreckt sich über, man könnte den Markt eigentlich zweiteilen in Versicherung für Großunternehmen, DAX-Unternehmen, Fortune 500-Unternehmen, die sind mehr oder weniger maßgeschneidert, wo Risikomanager auch auf Unternehmensseite mit Versicherungsmaklern von großen Häusern und einem Syndikat an Versicherern eine Cyberdeckung verhandeln und eher standardisierten Produkten, das ist der Bereich, in dem wir uns bewegen, für die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Wie ist denn euer Sales Pitch? Hinterher ist es ja wahrscheinlich ein Vertriebsthema auch, ne, bei euch. Wie ist denn euer Sales Pitch gegenüber euren Kunden? Zum einen, vielleicht kannst du mal das Risiko nochmal ein bisschen konkretisieren, was da tatsächlich besteht. Also, ich habe in eurer Pressemeldung gesehen, dass es also 220 Milliarden Euro an Verlust pro Jahr steht hier drin, die deutsche Wirtschaft jedes Jahr durch Cyberangriffe verliert. Das ist ja ein Riesenbereich, aber wahrscheinlich runtergebrochen aufs einzelne Unternehmen, möglicherweise dann vielleicht auch gar nicht mehr so viel. Vielleicht kannst du mal die Branchen mal nennen, die da betroffen sind und dann eben mal erzählen, was ihr den Kunden tatsächlich genau anbietet. Genau, also das Interessante war, dass Versicherer jahrelang eigentlich versucht haben, das sehr stark an Branchen zu orientieren und zu überlegen, welche Branchen werden von Hackern gerne adressiert. Und das hat eigentlich gar nicht so gut funktioniert. Da gibt es schon gewisse Häufungen. Allerdings sind diese Häufungen eigentlich weniger stark, als man denkt. Und die Hacker orientieren sich mehr und mehr einfach an der der Approach der Hacker hat sich geändert. Hacker sind früher hingegangen und haben gesagt, wir wollen ein bestimmtes Unternehmen XY hacken. Und dann konnte man sozusagen als Versicherer sagen, na gut, dieses Unternehmen muss zunächst mal bekannt sein und irgendwie ein Ziel auch irgendwie einfach darstellen. Mhm. Und heutzutage ist es eher so, dass viele dieser Attacker das sehr stark automatisiert haben und das Internet nach Schwachstellen scannen, um zu sehen, was ist eigentlich der Pfad des geringsten Widerstandes, um in eine Organisation einzudringen und zum Beispiel einen Ransomware-Demand zu stellen. Mhm. Und dafür müssen diese Firmen teilweise gar nicht bekannt sein, sondern diese Unternehmen benutzen Scanner und finden zum Beispiel eine Schwachstelle, die bekannt ist. Es gibt da auch so Listen der 100 bekanntesten Schwachstellen, die werden vom FBI in den USA geführt. Und sehr viele Unternehmen haben die noch, weil ein Beispiel ist zum Beispiel die Microsoft Exchange Schwachstelle in den E-Mail-Server, die man exploiten kann. Und Unternehmen, die dort das Sicherheitsupdate nicht gemacht haben, können auch ausgemacht werden. Und dann kann dort über den bekannten Weg eingedrungen werden. Und da gibt es inzwischen im Dark Web auch schon Herangehensweisen, nennt sich Ransomware as a Service, wo du dann sozusagen als wirklich, ja. Schon automatisierte Attacken fahren kann und im Nachhinein dann erst sich vielleicht erst überlegt, naja gut, was ist das überhaupt für ein Unternehmen, was ist die Umsatzgröße, was können wir hier für einen Demand stellen? Das hat gleichzeitig stattgefunden mit der einfach einer Weiterentwicklung des Krypto-Universums, was das Stellen dieser und das Verschleiern der Ransomware-Payments sehr viel einfacher gemacht hat. Und das ist eben zusammengekommen und das macht eigentlich diese Welle aus. Hinzu kommt sicherlich noch, dass staatliche Akteure dort, ich würde mal sagen, zumindest nicht so stark entgegenwirken. Da konnte man ja auch einiges drüber lesen und das hat eben einen sehr toxischen Mix ergeben. Und der beschreibt eigentlich gerade diese Lage relativ gut.
wie so eine Attacke abläuft, ist eigentlich das größten, also wenn man jetzt mal Ransomware herausgreift, es gibt noch andere Sachen, die darunter in so einer Police gedeckt sind, aber dass zum Beispiel ein Unternehmen, dass die kompletten Daten eines Unternehmens verschlüsselt werden und der Angreifer einen Key zur Verfügung stellt für ein Lösegeld, der diese ganzen Daten wieder decryptet. Mhm. Und das ist eigentlich das Geschäftsmodell. Ja, ich finde das hochinteressant, wenn du sagst, Ransomware as a Service, das ist eine Dimension, die kannte ich so nicht. Das ist ja total erschreckend. Was sind denn dann so die Schäden, die da angerichtet werden? Also und vielleicht auch, wie ihr die dahinter beziffert und auch wie preist man sowas dann fair? Weil ich kann mir ja schon vorstellen, also oft werden wahrscheinlich Daten gestohlen, aber häufig geht es ja vielleicht auch um, ich weiß nicht, Wirtschaftskriminalität, dass man versucht, irgendwelche, weiß nicht, Geheimnisse, Geschäftsgeheimnisse oder so rauszubekommen. Und wenn die einmal weg sind, sind sie weg. Das heißt, da kann ja ein Schaden entstehen, der möglicherweise auch einen dauerhaften Unternehmen in Schieflage oder in Schwierigkeiten bringt. Wie beziffert man sowas? Genau. Da gibt es, also das kommt sehr stark darauf an. Das ist eigentlich sozusagen der Kern dann des Risikomodells. Im Endeffekt sind das Komponenten, die auf Erfahrungswerten beruhen und die sich im Rahmen der Deckungssummen und der Selbstbehalte bewegen. Also Deckungssumme ist einfach das obere Limit und der Selbstbehalt das untere Limit. Und darin finden dann solche Berechnungen statt, die sich in so einem Modell nach der Frequenz dieser Schäden und nach der Schadenhöhe bemessen. Mhm. Und das ergibt dann ein sogenanntes Frequency-Severity-Modell, das dann sozusagen diese Schäden berechnet auf Basis der einzelnen abgesicherten Policenbestandteile. Mhm. Wenn man jetzt mal einen davon rausgreift, zum Beispiel ist in diesem Ransomware-Fall, wo alle Daten encrypted werden, die Schadenkategorie eigentlich die Betriebsunterbrechung. Mhm. Das heißt, dem Unternehmen ergeht Rohertrag in dem Fall und da gibt es dann Berechnungsformeln für diesen Rohertrag, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Mhm. Und jetzt sprechen wir über eure Finanzierungsrunde und ihr habt ja wirklich tolle Namen mit an Bord genommen. Zeitgleich ist es noch eine relativ frühe Runde, ne? Du bist ja, ich habe gesehen, du hast ja im Valley, glaube ich, sogar gearbeitet. Ne? Das heißt, du bist wahrscheinlich andere Runden gewöhnt. Wo geht jetzt bei euch die Reise hin? Ja, ich habe im Valley gearbeitet, habe dort eine Firma gegründet, eine Versicherungsplattform, die nennt sich Gabi. Und ich weiß gar nicht, ob ich andere Runden gewöhnt bin. Ich glaube, das hat sich inzwischen auch relativ gut vermischt. Diese Ökosysteme, amerikanische Investoren sind hier unterwegs. Ich hatte auch deutsche Investoren in meiner ersten Runde in den USA, namentlich Project A, die jetzt auch wieder mitgemacht haben. Das heißt, die waren mir schon gut bekannt. Die haben damals auch mal ein US-Investment gemacht, weil wir die schon kannten. Und die das Thema sehr spannend fanden. Und genau, das war jetzt sozusagen die Finanzierungsrunde. Wir haben dann natürlich noch weitere Investoren mit aufgenommen, auf die wir auch alle sehr stolz sind. La Familia ist auch dabei, das ist sozusagen der zweitgrößte institutionelle Investor. Und dann viele, also einige kleinere Fonds und auch Angel-Investoren. Und da habe ich wirklich auch geschaut, dass diese Personen so ein bisschen zu dem Thema was zu sagen haben und vielleicht beisteuern können. Beziehungsweise, dass ich mit ihnen vielleicht vorher schon mal zusammengearbeitet habe in irgendeiner Art und Weise. Zu deiner Frage, wo jetzt die Reise hingeht, ist es, glaube ich, nochmal wichtig zu verstehen, was jetzt eigentlich die Neuerung ist, die wir da in den Markt bringen, um das gut beantworten zu können. Ich habe ja eingangs gesagt, dass es ziemlich viele Versicherer gibt, die diese Cyberdeckungen anbieten. Das heißt, was machen wir jetzt eigentlich anders? Wir verbinden unseren Ansatz, also den Deckungsansatz damit, dass wir auch gleichzeitig ein Cybersicherheitskonzept anbieten und somit die Unternehmen nicht nur absichern, finanziell absichern, sondern auch schützen, also auch Risikominderung betreiben. Und das ist etwas, das haben Versicherer nur am Rande mal versucht in der Vergangenheit und sind dort nie wirklich tiefer eingestiegen. Und unsere Beobachtung ist, dass sie dort nicht tiefer einsteigen, weil das außerhalb ihrer Komfortzone liegt. Nämlich dort ein wirkliches Cybersicherheitsangebot zu bauen, ist etwas, das Versicherer vielleicht nicht gerne machen, vielleicht auch nicht so gut können. Und wir glauben, dass man das vielleicht als Startup ein bisschen besser hinbekommt und dadurch eben ein besseres Angebot macht an die Unternehmen, die sich versichern wollen. Vor allem kleinere Unternehmen haben oft noch keine ausgeprägte Cybersicherheitsabteilung, beziehungsweise manchmal auch einfach niemanden, der dafür wirklich explizit verantwortlich ist. Und da helfen wir eben, indem wir ein Team zur Verfügung haben, das diese Unternehmen berät
und auch ein Cybersicherheitsökosystem und ein Dashboard. Das heißt, wir können über die Zeit dem Unternehmen auch einfach zeigen, was es für die eigene Cybersicherheit tun sollte und wie sich die Cybersicherheit vielleicht auch verbessert über die Zeit. Und das kann das Unternehmen nachhalten. Und wenn es Fragen hat, kann es sich an unser Team wenden. Und das ist sozusagen der Ansatz, den wir jetzt fahren. Wir glauben, dass es dem Unternehmen nützt. Und zweitens natürlich auch uns nützt, weil wenn wir das gut machen, dann haben wir auch weniger Schäden, die wir bezahlen müssen. Ich hatte gerade jetzt den Niklas Hellemann zu Gast von SoSafe. Die kennst du wahrscheinlich auch, ne? Und habe mich gefragt, ob die hinterher so eine Art indirekter Konkurrent von euch sind. Weil SoSafe versucht ja Aufklärungsarbeit zu machen und versucht an der Stelle quasi die Einflugstore und Gefahren für Unternehmen zu verkleinern. Ihr wiederum seid ja hinterher quasi jemand, der diese Gefahren versichert. Das heißt, ihr partizipiert letztendlich, also blöd, dass es klingen mag, an möglichst großen Gefahren, ne? Naja, eigentlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass es Konkurrenz ist, ganz im Gegenteil. Ich glaube, da zieht man eher an einem Strang. Dieses Ökosystem an Cybersicherheit, das ich dort eben beschrieben habe, diese Security Awareness Trainings, Anti-Phishing Trainings, die SoSafe ja auch anbietet, würden dort zum Beispiel auch sehr gut reinpassen. Ich habe mit Niklas jetzt noch nicht darüber gesprochen, aber das ist an sich etwas, wo wir auch ganz aktiv nach Partnern schauen werden. Und wir glauben nicht, dass wir selbst mit Cybersicherheitsanbietern in irgendeiner Form in Konkurrenz treten wollen. Das ist ein eigenes Produkt und ist auch relativ komplex, das gut hinzubekommen. SoSafe ist jetzt noch eine recht junge Firma, wenn man vielleicht mal Firmen nimmt wie CrowdStrike oder so, wahrscheinlich die erfolgreichste Cybersicherheitsfirma der letzten Jahre. Wir glauben nicht, dass wir dort jetzt eigene Lösungen bauen sollten, die irgendwie mit den SoSafes und CrowdStrikes dieser Welt in irgendeiner Form konkurrieren. Sondern wir sollten die nehmen, die das am besten machen. Und die könnten dann auch ein Vertriebspartner für euch werden, ne? Genau, das ist durchaus auch möglich, ja. Ja, nee, super spannend. Was würdest du sagen, wie schnell kommt ihr jetzt voran? Und vielleicht kannst du auch nochmal so ein bisschen einen Ausblick geben, deine Perspektive auf den Markt an sich, ne? Also, weil die Hoffnung wäre natürlich, dieser Markt beruhigt sich irgendwann, aber das ist wahrscheinlich eher Utopie, ne? Ja, also ich glaube, der Markt wird sich weiterentwickeln. Was ganz wichtig ist in Deutschland auch vor allem zurzeit und manchen anderen Ländern auch, ist, dass Cybersicherheit in der ganzen Wirtschaft ernster genommen wird und dort einfach mehr geleistet wird. Das ist inzwischen auch erkannt. Das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Du hast eben den Bitkom-Report erwähnt. Der ist auch im ganzen Mittelstand sehr gut bekannt. Die Unternehmen, mit denen ich dort spreche, haben das größtenteils auch erkannt. Sind nur noch nicht so weit gekommen, wie wir sie vielleicht kommen sollten. Und das wird hoffentlich in den nächsten Jahren besser werden. Das Cybersicherheitslevel wird sich hoffentlich verbessern. Darauf hoffen wir und daran arbeiten wir ja auch mit. Gleichzeitig kommt es dann darauf an, wie sich andere Sachen entwickeln, zum Beispiel Kryptoregulierung, Durchsetzung sozusagen Recht und Gesetz in diesem Umfeld und auch die Aktionen der verschiedenen Staaten, die ja auch teilweise ihre Stellen haben, die sich mit so etwas befassen. Also in den USA natürlich ganz stark oder in Deutschland das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Wie stark dort dieses Thema in den Griff bekommen wird und die Wirtschaft gleichzeitig sich auch selbst besser verteidigen kann, ist ganz entscheidend dafür, wie das verläuft. Es ist nicht so, dass wir sagen, wir wollen jetzt, dass dort mehr Risiko ist, dann machen wir ein besseres Geschäft. Ganz im Gegenteil, wir wollen natürlich, dass dieser Markt weiterhin besteht. Das wird er auch, da mache ich mir keine Sorgen. Diese Gefahrenlandschaft sich auch immer weiterentwickelt und dort sich auch neue Sachen erdacht werden. Wir glauben aber schon auch, dass wir davon profitieren, dadurch, dass wir dieses Risiko ja annehmen, dass dieses Risiko auch messbarer und besser abschätzbarer wird und auch die Unternehmen sich dort besser verteidigen können. Und so von eurer Größe hinterher, also ich habe schon rausgehört, wenn du sagst CrowdStrike, das wahrscheinlich eher eine Allianz oder so, nicht euer Exit-Kanal ist, weil die möglicherweise gar nicht, also die möglicherweise seid ihr ein Asset für die, aber ihr habt jetzt nicht so viele Synergien wahrscheinlich, ne? Strategisch wahrscheinlich gar nicht so, also zumindest bei der Vertriebsebene wahrscheinlich gar nicht so sinnvoll. Zeitgleich
wärt ihr ja wahrscheinlich für die Allianz eben so eine Art Feature und selbst bauen können sie es wahrscheinlich auch nicht richtig, oder? Naja, also man muss irgendwie vorsichtig sein, dass so ein Allianz, die irgendwie der größte Versicherungskonzern der Welt sind, Sachen nicht selbst bauen können. Ich glaube, da sind so viele Ressourcen, dass sowas vielleicht doch auch geht. Mhm. Die Frage ist eigentlich so mehr oder weniger, wie stark ist der Leidensdruck, dass sie es müssen. Das ist eher, glaube ich, da der Fall. Ja, ich glaube, Exit-Kanäle habe ich mir ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken zugemacht bisher. Okay. noch relativ früh in der Unternehmensphase, und am liebsten, also ich könnte mir auch vorstellen, an diesem Thema immer weiterzuarbeiten ohne Exit. Aha, super spannend. Und wenn du sagst, ihr seid ja wahrscheinlich ein Team, wahrscheinlich sucht ihr auch geile Leute, ne? Genau, ja. Ich habe das Unternehmen zusammengegründet mit Anton Voth, meinem Mitgründer, ehemaliger CTO von Koya. Wir haben jetzt einige Leute eingestellt in den Bereichen Vertrieb, Produkt, Underwriting und natürlich auch Software Engineering und Cybersicherheit. Wir suchen weiterhin nach guten Software Engineers natürlich und auch nach geeigneten, auch jetzt sozusagen, da wir die Führungsebene zusammen haben, auch nach vielleicht auch jüngeren Talenten, die vielleicht früher in der Karriere sind, in all diesen Bereichen. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SaaS-Tools. Super, Vincent. Also wirklich sehr, sehr spannend, was ihr macht. Und wir haben ja als letzte Frage noch immer, wir haben eine tolle Kooperation mit Sestrify und fragen deswegen all unsere Gäste nochmal nach ihrem Lieblingstool. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast. Gern. Ja, ich habe ein bisschen aus dem Cybersicherheitsbereich mitgebracht. Das nennt sich Shodan, shodan.io. Das kann sich jeder mal anschauen. Das ist eigentlich so eine Art IoT/Cybersecurity Search Engine. Wenn man diese Search Engine benutzt, da gibt es auch eine Free Version, mit der man das machen kann, da kann man sehr gut sehen, was sich in der Welt der Devices und gleichzeitig auch in der Sicherheit dieser Devices tut. Super spannend, ja. Das heißt, das kommt bei euch zum Einsatz demnach relativ stark, ja? Genau, das ist jetzt nicht Teil unseres Stacks, aber da, für Research und so weiter ist das eigentlich im Einsatz. Wenn man Leute aus der Cybersicherheitswelt fragt, kennen das sehr, sehr gut, und das ist dort eine durchaus bekannte Adresse. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sestrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sestrify.com/insider. Vincent, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, und dann bleiben wir in Kontakt. Es klingt ja so, als kommt da demnächst wieder vielleicht die ein oder andere News von euch. Gerne. Vielen Dank fürs Interview. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ja, das war Vincent Klemm, CEO und Co-Founder von Baobab. Und damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nachher geht's ja weiter. Ich habe es ja schon angekündigt. Anja Rath ist bei uns zu Gast, Managing und Founding Partner von PropTech One Ventures. Und wir sprechen über die Mission von PropTech One Ventures. Und wir geben hoffentlich ein gutes Bild darüber, welche Startups sich bei PropTech One Ventures melden können. Gehen ein bisschen durch das Portfolio, sprechen über die Idee von dem Fonds, über die Mehrwerte und so weiter und so fort. Also ja, ist, glaube ich, ein tolles Gespräch geworden. Das hört ihr nachher um 16 Uhr. So, und damit sage ich danke für den Moment und hoffe, wir hören uns nachher wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Wer schnell global skalieren und die richtigen Mitarbeiter im Sales und Customer Service finden muss, der hat mit dem Outsourcing-Provider The Nest bei Webhelp den richtigen Partner an seiner